Was geht ab, meine Seefighter, oder ihr? Und in JP ist das Motto, ein neuer Tag, ein neuer LR. Und wir haben hier den neuesten LR für das japanische Dokumental. Es ist niemand anderes als unser Urvater. Unser Urvater Bardock. Sein Artwork ist einfach richtig gut getroffen, finde ich. Auf jeden Fall sehr, sehr geil. Schon mal an der Stelle. Aber wir werden uns gleich alle Informationen schauen. Denn dieser Dude kommt ja quasi mit dem Story-Events zu Lord's Luck, das wir erwarten, das kommt, das Ganze wird online kommen, morgen um 10 Uhr unserer Zeit, also 17.05.10 Uhr morgens unserer Zeit, für das japanische Dokkan Battle mit dem Story-Event von Lord's Luck mit LR Bardock, und da das beides quasi gleichzeitig kommt und beides, ich gehe mal kurz rüber und schaue schon mal die Essay-Animation an, da beides von japanischen offiziellen Twitter-Account getweetet wurde, gehe ich davon aus, dass es quasi Bardock gefeatured sein wird und Lord's Luck, es wird einen neuen SR Lord's Luck geben, einer davon auch gefeatured in dem Banner sein wird, also es ist quasi so ein LR Banner kommen wird, in dem Bardock gefeatured sein sollte, weil üblicherweise ist es immer so, wenn sie das wirklich, wenn sie ein LR offiziell tweeten, offiziell ankündigen, dann ist er auch meist gefeatured und es ist halt naheliegend, weil da noch ein Story-Event kommt, das ist by the way der neue Lord's Luck SR, den man zum TOR machen kann, schauen wir uns auch alle gleich Informationen an. Und da ist eben naheliegend, dass er gefeatured sein sollte eigentlich. Ja, sowas bis jetzt damals mit LR Broly, LR Trunks, LR Bojack und. Anyways, genau, das ist die erste Animation von Lord Slug. Er kann auch in Giant Form gehen, wie wir hier sehen. Wir werden uns gleich alle Informationen ansehen zu den neuen Karten. Es kommt natürlich auch, habt ihr wahrscheinlich schon die letzten Tage gehört, beziehungsweise gestern, vorgestern, dass ein neuer Super Saiyan oder False Super Saiyan Goku kommen wird. Ich will euch da nicht zu viel Hoffnung machen, er heißt legit Goku Kaioken, also ein neuer Kaioken Goku, aber da, zu ihm kommen wir auch. Schauen wir uns mal jetzt LR Bardock an, wie gesagt, sein Artwork ist wirklich insane. Was kann aber LR Bardock? Nun, LR Bardock ist zum einen nicht Free-to-Play, er ist Summonable LR, nämlich der Superphysisch Summonable LR. Er gibt den Superphysisch Charakteren Ki plus 4 auf HP und F 100% oder Extreme Physisch Charakteren Ki plus 2 auf HP und F 70%. Mit der ersten Ulti 12 Q Ulti im Final Spirit Cannon erhöht er greatly seinen Angriff für eine Runde und macht Colossal Damage. Mit der zweiten Ulti Spirit of Saiyan macht er Mega Colossal Damage und zielt die Super Attack des Gegners. Passive an der Stelle haben wir Attack und F plus 70%, das hat er immer. Und zusätzlich bekommt er 30% auf seinen Angriff, wenn er die Ultra Super Attack macht, also 18 Ki plus. Und Ki plus 4, wenn er gegen einen kämpft. Dann noch zusätzlich Verteidigung plus 60%, wenn er gegen 2 oder mehr kämpft. Links wieder mit Saiyan Warrior Race, The Saiyan Lineage. Sag das mal schnell. Saiyan Warrior Race, Saiyan Lineage, Team Bardock, Saiyan Pride, Prepared for Battle, Shattering Limit, Legendary Power. Er ist in der Kategorie Low Class Warrior und Pure Saiyan. Meine Gedanken zu Bardock, also um ehrlich zu sein, irgendwie, vielleicht habe ich mehr erwartet, aber ich finde, irgendwas stimmt nicht mit Bardock, wenn ich ehrlich bin. Für einen LR vor allem. Die Passive. Schaut mal genau an, was meine ich damit. Er bekommt so Attack und er sitzt Prozent fix immer. Ist ein bisschen geringer Boost für einen LR, finde ich. Könnte ich drüber wegsehen, wenn der Boost, der dazu kommt, besser wäre. Denn er ist nicht gut. Zum einen bekommt er weitere 30%, wenn er eine Ultra Super Attack macht. Okay, alles klar. Heißt, er hat dann, wenn er eine Ultra Super Attack macht, 100% Angriff, 70% Verteidigung. Sache ist, sie ist eine Ultra-Super-Attack. Heißt, man muss erstmal 18 Ki einsammeln. Da kommt aber die Path uns entgegen und sagt, wenn wir gegen einen Gegner kämpfen, bekommen wir Ki plus 4. Und einen Gegner kämpfen in jedem Fall. Also starten wir auf jeden Fall, wenn wir mit einem Double, sagen wir mal, wenn man ihn nicht in seinem Team spielt, sondern im Neo-Guard-Team oder in einem Kategorie-Team mit den Pure Saints, hat er so 6 Ki durch die Leader-Skills, Double, Ki plus 4 bekommt dazu. Also Ki plus 10 haben wir schon mal. Und dann durch die Links-Skills noch. Also ist auf jeden Fall realistisch die Ultra Super Attack mit dem Dude oft zu machen. Das ist schon mal gut. Die Sache ist aber die, sie haben das mit den Ultis falsch gemacht, finde ich. Wenn er die Ultra Super Attack macht, macht Mega Colossal Damage, klar. Das ist der höhere Multiplayer, macht mehr Schaden. Aber warum zum Teufel zieht der Super Attacks? Es ist nicht schlimm, Super Attack zu zielen. Super Attack zu zielen heißt, wir verhindern den Gegner daran, dass er eine Super Attack macht für 1,5 Runden bis zu 2 Runden. Aber wenn man den Dude schon darauf aufbaut, dass er eine Ultra-Super-Attack machen soll, in jedem Fall, damit er seinen Boost bekommt, dann gib ihm doch den Greatly Raised Attack Boost von der ersten Ulti. Weil wir spielen hier auf die Ultra-Super-Attack. In dem Fall, wenn wir die Ultra-Super-Attack machen, haben wir 100% Angriff,
Mega Colossal Damage, guter Multiplayer. Und ziehen den Gegner. Aber 100% Angriff sind wenig, Leute, wenn ich ehrlich bin für ein LR. Hätten sie es andersrum gemacht, weil Greatly Raised Attack ist... Ich weiß nicht genau, wie viel Prozent, wie viel Boost das bei Bardock speziell ist, aber in der Regel ist das 50% auf den Angriff für diese Runde, wenn er ultet. Das ist bei Super Saiyan 4 Gogeta so. Heißt, ich verstehe mich nicht, warum sie das nicht umgetauscht haben. Weil ein LR will ja die Ultra Super Attack machen, zumal Bardock will sie machen. Darauf ist seine Pass ausgebaut. Hätten sie das umgedreht, das heißt, hätte er mit seiner Ultra Super Attack Mega Colossal Damage gemacht und sein Angriff erhöht greatly für eine Runde, dann hätte er quasi 150% auf seinen Angriff, wenn es wirklich 50% sind, Greatly Raised Attack bei Bardock, 150% Angriff mit Mega Colossal Damage, dann hätte der Dude echt guten Schaden gemacht, auf jeden Fall. Aber so haben sie das, wieso haben sie das nicht umgedreht? Ich verstehe das nicht, könnt ihr das nachvollziehen? Weil wenn die erste Ulti machen, die erste Ulti macht Colossal Damage, ist auch ein hoher Multiplier, aber wir haben dann keinen Angriffboost, wir haben nur 70%, bekommen dann quasi, durch Greatly Raised Attack, wenn es wirklich 50% sind, Leute. Ich habe die Daten nicht, aber in der Regel ist das so. Dann hat er quasi 120% auf seinen Angriff, wenn er die erste Ulti macht. Das Problem ist, 120% sind höher, als wenn er die Ultra Super Attack macht, aber der Multiplier ist geringer. Also die haben den Dude gehandicapt und das verstehe ich nicht. Sie hätten es andersrum machen müssen. Der Dude hätte auf seine Ultra Super Attack den Greatly Raised Attack Boost bekommen sollen und Ziel Super Attack. In der neuen Zeit kann man sehr viele Gegner in den neuen Dokumenten eh nicht zielen. Sie hätten das ruhig in die erste Ulti geben sollen, damit man quasi, wenn man auf die zweite Ulti nicht kommt, auf Ultra Super Deck immerhin den Gegner zielt. Das haben sie, finde ich, total falsch gemacht. Dann auf der anderen Seite bekommt er halt zusätzlich, das ist nicht oder, sondern zusätzlich weitere 60% auf seine Verteidigung. So sind wir bei 130% Verteidigung, wenn er gegen 2 oder mehr kämpft. Was sie bei Bardock gemacht haben, sie wollten ihn quasi so treffen, wie er in Anime war, mit der Passive. Das haben sie auch gut gemacht. Aber die SE-Multiplier hätten sie vertauschen müssen. Attack und 70% ist gering, finde ich. Also für ein LR 70% schon von vorne weg ist, finde ich, gering, wenn ich ehrlich bin. Aber wie gesagt, dann, wenn er gegen einen kämpft, in dem Fall das Freezer, hat er einen Angriffboost bekommen. Haben sie gut gemacht mit der Passive. 30% ist auch geringer Boost, wenn ich ehrlich bin. Und quasi, wenn er ja gegen einen kämpft, nee, wenn er die Ultra Super Attack macht, bekommt er 30%, wenn er gegen einen kämpft, gegen Freezer bekommt Ki plus 4, heißt, er will diese Ultra Super Attack machen, wie gegen Freezer, er will ihn finishen. Aber, beziehungsweise dann bekommt er zusätzlich 6 weitere Prozent dazu auf die Verteidigung, wenn er gegen mehrere kämpft, das hat er im Prinzip, er hat gegen viele gekämpft. Also von der Pass haben sie schon richtig getroffen, aber die Boosts sind zu gering. Und sie hätten die Ulti tauschen müssen, weil vor allem dieser Dude seine Linkskills, er bekommt nur Ki. Er bekommt nur Ki, macht wahrscheinlich auch gut die Ultra Super Attack, aber die fällt flach aus, bis das ein Handicap, weil sie die Multiplayer nicht vertauscht haben. Also das verstehe ich an der Stelle echt nicht. Er bekommt nur durch Same Pride 15% Boost und Same Warrior Race 700 Angriff konstant. Ich weiß nicht, was halt ihr von LR Bardock? Also Artwork ist wirklich insane, aber ich finde mit der Passive, was sie mit ihm gemacht haben, haben sie verhauen, wenn ich ehrlich bin. Hätte man anders machen müssen. Müssen sogar. Anyways, Lord Slug, Extreme Physisch Type, und zwar, was kann er? Er ist quasi der Summonable Lord Slug, SR, kann man awaken zum Tail Air, Lord Slug Giant, und zwar gibt er der Giant-Transformation Kategorie Ki plus 3 auf jeden Fall 120% oder Extreme Physisch Charakter Ki plus 3 auf jeden Fall 70%. Ich denke nicht, dass es ein Dokkan-Exclusive Lord Slug ist. Nein, ist es ganz hier nicht, weil man erweckt ihn mit den Medaillen vom Story-Event. Super Attack macht Supreme Damage, Great Loss, Death. Und seine Pass ist, er bekommt Attack und Death plus 80%. Ihr seht, also selbst er hat Attack und Death 80% und ist kein LR. Da merkt ihr es. Und wenn er einen Angriff bekommt, erhält er für 5 Runden 50%, weitere 5% auf seinen Angriff. Heißt, er ist bei 130% R und Bardock. Ja, ihr wisst, was ich meine. Und das ist quasi ähnlich wie bei LR Virus, die Passive. Und er kann in Giant Transformation gehen, maximal 2-mal. Links haben wir in der Mac Jens, Nightmare Metamorphosis, Brutal Beatdown, Big Bad Bosses, Giant Transformation, Shattering the Limit, Movie Boss Kategorie, Giant Transformation und Namekian. Dann kommen noch die weiteren Karten hinzu. Wie gesagt, das ist der Lord Slug, den wir uns gerade angesehen haben. Hier seht ihr schon, das sind neue Medaillen. Dann wird er zum Giant Lord Slug. Bardock droppt natürlich als SSR Summonable. Sein SSR Artwork ist so geil. Man braucht nur, lediglich nur eine Medaille von der ganzen Crew. Das ist krass, das ist echt leicht, ihn zu awaken. Und dann braucht man aber schon deutlich mehr, also von Bardock, von Freezer Medaillen, von LR Freezer Medaillen, 35, ja, das ist schon ein bisschen mehr, aber sein Artwork ist insane. Und dann wird er letztlich zum LR
Bardock, haben wir uns gerade alles angesehen. Und dann gibt es noch einen neuen Goku, Kaioken Goku ist das, Leute. Das ist nicht Super Saiyan False Goku, wie Fans ihn nennen, sondern er heißt wirklich Goku Kaioken in Dokkan Battle zumindest. Man kann ihn mit 20 Medaillen awaken, dann wird er zum TOR. Und was kann dieser Dude hat dieser Dude drauf? Er ist Free-to-Play, heißt jeder Kaioken Goku hat eine farmbare Esse an der Stelle. Und zwar, Leader Skill, gibt der Pure Saiyan Kategorie Keep Plus 2 auf HP Damage 30%, Super Attack, Great Erase Attack und deals Extreme Damage to the Enemy. Keine Ahnung, warum er Extreme Damage hat, aber dieser Dude hat eine Great Erase Attack und das kann sich stacken. Passive Attack plus 40% und wenn die HP 70% oder drunter sind, bekommt er weitere Keep Plus 3 und auf den Angriff und auf die Verteidigung 50%. Zusätzlich zu den 40%, die er schon so bekommt. Links hier sind All in the Family, Saiyan Lineage, Z-Fighter, Schatten Speed, Over the Flash, Shattering the Limit und er ist in der Kategorie Pure Saiyans. Dann haben wir noch ein Free-to-Play Slug oder Slug, whatever, wie man den nennt, ich weiß es wirklich nicht, wie man den richtig ausspricht. Free-to-Play Slug ist quasi auch vom Story-Event, man kann ihn zum UR machen, es droppt als SSR. Somit hat der andere Slug eigentlich. Er heißt doch Erzlack. Er hat eine farmere Esse an der Stelle, wenn man ihn jedoch awake würde zu Slug Giants. Und zwar gibt er den Namek-Saga-Kategorie Keep Plus 3 auf HP 70%, auf Attack und 50%. Er macht Supreme Damage und verringert die Verteidigung des Gegners. Passive ist Attack und 50% und erhält sie um 30% jedes Mal, wenn die HP unter 30% fallen. Er gehört zu der Kategorie Movie Bosses Namekians. Seine Links sind Namekians, Nightmare, Metamorphosis, Brutal Beater, Big Bad Boss an der Stelle. Dann haben wir noch zuletzt einen neuen Gohan und zwar Kid Gohan. Kid Gohan gibt der Hybrid Saiyan Kategorie Keep Plus 2 HP 30%, ist by the way auch free to play durch das vom Story Event farmbar. Macht Extreme Damage und verringert Angriff des Gegners. Er hat eine Damage Reduction von 30% und gibt jeden Alliierten 20% auf den Angriff. Saiyan Lineage sind seine Link-Skills, All in the Family, Saiyan Warrior Race, Z-Fighter, Innocence, Hybrid, Saiyan. Das wäre alles zu den ganzen Informationen zu LR Bardock, zu den neuen Charakteren, die erscheinen werden. Die erscheinen, wie gesagt, am 17. Mai, 10 Uhr morgens, unserer Zeit für das japanische Dokkan Battle. Was haltet ihr von LR Bardock? So geil er auch aussieht, bin irgendwie nicht überzeugt, sie hätten das auf jeden Fall ein bisschen ändern müssen, vor allem die SE-Multiplayer, da bin ich überhaupt nicht zufrieden damit. Was habt ihr davon, lasst mich in den Kommentaren wissen, bis dahin, habt eine schöne Zeit, wir sehen uns das nächste Mal, Peace.